Yay! Was kann ich eigentlich noch so machen? Ich könnte mir schon Goldwerkzeuge herstellen. Wobei ich will das Gold erstmal noch behalten. Einen Hammer könnte man machen, den brauche ich aber eigentlich noch nicht. Das brauche ich auch noch nicht. Das kann ich alles nicht machen. Kompass kann ich auch nicht machen. Ach siste, ich wollte doch einen Blitzableiter bauen. Fällt mir gerade so ein. Müsste ich nur erstmal finden. Das ist es. 3 Gold und 1 Stein. Na, das ist ja kein Problem. Es wird schon wieder dunkel. Also machen wir ein bisschen davon rein. Ein bisschen Gold. Und dann machen wir uns einen Blitzableiter. Wo baut man den hin? Ich würde sagen, vielleicht hier so hin. So schön in der Nähe. Damit ja nicht meine Büsche anfangen zu brennen, falls ich mal der Blitz da hinfinden sollte. Das wäre nämlich recht ungünstig. So, dann tun wir das da rein. Das kann dann eigentlich auch hier rein. Dann war die Kiste total umsonst, aber macht ja nichts. Dann esse ich jetzt was. Ja. Ich kann ja noch was kochen. So ein bisschen hiervon und ein bisschen davon. Schauen, was draus wird. Es wird schon hell. Oh, koch schneller. Ich will schließlich Gräber ausheben. Na? Komm schon, komm schon, komm schon. Na los. Du willst es doch auch. Werd fertig. Dann Fische. Jetzt habe ich 2 davon. Gut. Dann auf zum lustigen Gräber ausheben. Haufen große Bäume hier. Yay. Ich hoffe, da ist jetzt endlich das drin, was ich suche, weil ansonsten Baum. Der Hund geht gerade übelst ab. Ich hoffe, das hört man nicht. Der hat echt keine Hobbys. Ah ja, bin fast da. Wunderbar. Ich hoffe wirklich, dass da dieser Metallschrott drin ist. Jetzt habe ich schon ein Problem. Da unten. Bitte kein Geist, bitte kein Geist. Ein Roboter. Ja. Geil. Hier sind Spinnen. Ach stimmt, ja. Und wieder nicht das, was ich wollte. Gucke ich halt nach mehr Gräbern. Vielleicht gibt es hier noch welche. Gucke ich halt weiter nach oben. Auch nicht schlimm. Ich werde das schon finden irgendwann. Irgendwann werde ich es finden. Oder vielleicht auch nie. Wer weiß das schon. War ich hier schon mal? Nee, ne? Hallo? Hallo? Ende. Moment, ich muss mal kurz. Ah ja, alles klar, gut. Das Kabel von meinem Headset hat mich gerade etwas gestört. Es wollte sich um meinen Hals binden und mich hemmungslos erdrosseln. Nein, eigentlich nicht. Ach, und die Dinger hier. Im Winter werden hier dann 2 Typen sein, 2 Jäger, die echt nicht nett sind. Also, ich habe die noch nie. Okay. Ich habe die noch nie gesehen, aber ich habe gelesen, dass sie nicht netzen. Bitte das, was ich will. Na klar, ein Stöpsel. Ehrlich, gibst du mir einen Stöpsel? Und schon wieder sowas. Die Krise. Das funktioniert doch nicht. Schon wieder Spinnen. Dinger wachsen natürlich mit der Zeit und dann wird das bald 3 Dinger hoch sein und dann kommt eine große raus, wenn. Na toll. Geht weg.
Oh, das Schwein kämpft dagegen. Vielleicht kriege ich was ab. Oh, das sind schon die gelben Spinnen, die springen. Die sind echt fies. Okay, es hat die Spinne getötet. Fällt da was für mich ab? Ja. Oh, ich kann es nicht mehr tragen. Chester? 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 Oh Gott, da ist ein Frosch. Nimm das bitte. Und das nimmst du bitte auch. Und das nimmst du bitte auch. Danke. Oh je. Nein. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Nein. Au. Arschloch. Ich hasse dich. Geh weg. Ich hasse Spinnen. Ach du Scheiße. Jetzt gehen die Spinnen voll auf die Schweine ab. Komm, Chester, wir gehen. Sollen die das unter sich ausmachen? Guck mal, halt hier mal so lang. Essen was. Jetzt könnte ich die Hellsalbe nehmen. Jetzt geht's mir wieder besser. Gut. Wunderbar. Das meinte ich halt. Die gehen die ganze Zeit aufeinander los. Wenn sie meinen, wenn sie es nötig haben. Hier sind schon wieder Schweine. Und schon wieder Spinnen. Wer hätte es gedacht? Gibt es ja auch noch was anderes außer Spinnen und Schweine und Spinnen und Bäume und. Oh Mann. Hallo? Sieht aus, als war es das hier. Der Baum blockiert mich. Gekonnt. So ein böser Baum. Dunkel. Schweinedunkel. Ist das ein unausgehobenes Grab? Ja. Da ist eine Spinne in der Nähe. Das soll mich aber gerade nicht stören, wenn ich überhaupt dachte. Die kommt in meine Nähe, oder? Ich gehe lieber. Ich will es ja nicht provozieren. Meinen Tod. Bin ja nicht dumm. Oder so. Hallo Schwein. Aha. Okay. Und geht das hier noch so lang? Das ist ja echt. Wow, ich lebe total genial. Alles, was wichtig ist, ist in der Ferne. Und alles, was unwichtig ist, ist in der Nähe, oder was? Ich sehe nichts mehr. Gib mir Licht. Danke. Naja, dann gehen wir halt wieder nach Hause. Nehmen ein paar Bären mit. Kochen wir uns was Schönes. Ich wollte ja eigentlich das Monsterfleisch mitnehmen, aber dann kamen schon die bösen Spinnen und das war nicht so toll. Da lasse ich das Monsterfleisch auch lieber liegen. Ich werde nicht sterben. Wieder zu Hause, ja! Dann esse ich mal das hier. Und was gibt es hier noch so? Kochen wir halt was Tolles. Ja, genau. So. Den Knoten tun wir hier rein. Das kommt da hin. Chester, komm mal bitte her. Kommen Sie mal her. Dann halt so rum. Wird's gerade dunkel. Ja. Dann machen wir das halt so. So, dann hätte ich gern das drin. Und dann hätte ich das gern da drin. Und das tun wir da rein. Perfekt. Essen haben wir auch. Die Samen nehme ich auch. Bitte da rein. Danke. Will ich noch irgendwas? Sehr eh nichts. Haha. Koche ich halt noch was. Es wird jetzt zwar nichts mehr Besonderes mit den Bären, aber naja, wird schon. Ich könnte eigentlich mal. Ich meine, im Sommer kommen die eh nicht
von alleine dort rein meistens, deswegen mache ich das mal so. Toll. Bringt mir voll viel. Na gut, gehen wir. Komm, wir gehen. Komm, Chester. Und was machen wir jetzt? Ich will immer noch einen Kühlschrank. Moment mal. Ich könnte noch da oben hingehen. Ja, geh mal da lang. Viel mehr Möglichkeiten habe ich ja kaum noch. Ansonsten muss ich wohl mal in ein Wurmloch steigen. Kann ich ja dann gleich mal zeigen, falls das hier irgendwo in der Nähe ist. Es gibt halt solche Wurmlöcher, wenn man da reingeht, dann kommt man woanders wieder raus. Oh nein. Ich hasse die Dinger. Die sind so sinnlos. Also die fressen Tiere und dann kommt da halt so ein komisches Stück Fleisch von der Pflanze. Aber ich weiß noch nicht wirklich, wozu man das eigentlich braucht. Außer um es zu essen. Wer weiß. Ich könnte aber ein bisschen Holz mal wieder mitnehmen. Kaputt. Na toll. Machen wir halt eine neue. Oh, ich habe den Stöpsel gar nicht weggelegt. Ups. Sorry. Oh, und ich brauche noch eine neue Schaufel. Alles kaputt gegangen hier. So. Vielen Dank für das Holz. Dann müssen wir gleich mal noch was hinpflanzen. Einfach so aus Respekt vor der Natur oder so. Genau. Ha. Was haben wir denn hier oben noch so Schönes? Es sah ja stark nach Gras aus. Also hoffen wir mal auf Gras. Ich hoffe auch auf Gräber. Weil ich meinen Kühlschrank haben will, verdammt nochmal. Denn anders kriegt man dieses Metallschrottzeug nicht. So, Kack. Dreck. Hallo? Gras? Doch kein Gras. Dann halt nicht. Oh. Oh, das sieht groß aus. Oh. Okay. Und ich höre schon das Monster, bilde ich mir gerade ein. Also die Monster, die da drin leben, manchmal. Sollte man nicht unbedingt kennenlernen. Ich suche ja gerade nach Schilfrohren, dass ich ganz schnell rankomme. Weil man das echt gut gebrauchen kann. Für so einige Sachen. Aber ich komme nicht ran. Gut, dann halt nicht. Schaue ich halt weiter nach Gräbern. Auch nicht so schlimm. Mhm. Einfach laufen. Alter, wie groß ist denn der Wald? Ist ja gar nichts. Schon wieder so ein Ding. Moment mal. Ach, da oben auch noch. Ach du Scheiße. Viel zu viel. Lass mich in Ruhe, du Monster. Geh weg. Man hört da immer so ein komisches, leises Geräusch im Hintergrund. Wenn man dann auf die Fläche tritt, dann kommt das Vieh raus und haut dich. Ganz doll. Aber die Bären nehme ich gern mit. Gucken wir mal weiter. Hier muss doch noch irgendwas anderes sein, Mensch. Lululululul. Ist hier kein Schilfrohr? Doch, da. Ich war gar nicht drauf. Danke für das Schilfrohr. Kann ich noch mehr haben? Bitte. Gott, wie groß ist denn das? Ach du Scheiße. Also hier sind ja mal keine Gräber. Offensichtlich. Ist das riesig. Das sind Bären. Bären möchte ich gern. Schilf. Schilfrohr. Schilfrohr, komm schon. Gib mir Schilfrohr. Hallo. Oh Gott, da ist es schon. Hier ist definitiv ein Monster drin.
Nee, kein Schiffbruch. Na, dann halt nicht. Puh. So, und jetzt war ich in der Mitte noch nicht. Jetzt gucken wir mal quer durch die Mitte, was da noch ist. Bären. Toll. Das macht mich ja richtig glücklich. Ich nehme mal mein Licht in die Hand, damit ich was sehe. Also ich sehe ja so auch was, aber dann sehe ich halt ein bisschen mehr.